Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich fange zwar ständig irgendwelche neuen Videoreihen an, aber diese hier hatte ich eigentlich schon von Anfang an vor und wollte erstmal mit den anderen Sachen ein bisschen üben, bevor ich mich jetzt da dran wage. Aber diesmal geht's los. Das ist jetzt nur so ein kleines Einführungsvideo. Was ist denn jetzt eigentlich die Forstwissenschaft? Beziehungsweise was macht ein Forstwissenschaftler? Und was ich eben in dieser Videoreihe vorhabe, ist euch, die ihr am Wald sehr interessiert seid, noch ein paar Informationen mit auf den Weg zu geben, die ihr voraussichtlich noch nicht wusstet. Weil, wenn ihr das nicht studiert habt, ist es unwahrscheinlich, dass ihr das überhaupt irgendwie mitbekommt. Demzufolge dachte ich, ich erzähle es euch einfach mal, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Das ist natürlich jetzt auch mehr so ein bisschen was für Fortgeschrittene, die eben schon sehr interessiert am Wald sind. Das wird jetzt der Anfänger erstmal nicht brauchen. Der will jetzt erstmal wissen, wie hänge ich meine Plane in den Wald, wie mache ich ein Feuer, was für ein Messer brauche ich, wie schlafe ich denn am besten im Wald und wo schlafe ich am besten im Wald und darf ich das überhaupt und all solche Dinge und was esse ich, ganz wichtig. Aber darum soll es jetzt hier jetzt explizit wirklich nur in Anekdoten gehen. Was ich hier jetzt machen möchte, ist wirklich noch so ein paar Details zum Wald vermitteln, die ihr bestimmt eben noch nicht wisst, wenn ihr es nicht studiert habt. Und damit ihr, wenn ihr schon fortgeschritten seid, auch noch mal ein bisschen mehr Wissen einfach anhäufen könnt zum Wald. Also vielleicht nicht so unbedingt handlungsorientiert, aber wenn man die ganze Zeit im Wald ist, könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, den es einfach interessiert, wie der Wald jetzt funktioniert. Und das habe ich tatsächlich jetzt eben in dieser Videoreihe vor, die komplette Waldstruktur zu erklären, Wald- und Umweltpolitik, Ökologie, wie wächst der Wald, warum wächst der Wald, all solche Dinge, was ist Photosynthese, wie funktioniert ein Baum, was ist überhaupt ein Baum. Und im ersten Teil fange ich jetzt logischerweise erstmal damit an, was ist eigentlich ein Wald. Ich möchte das alles ein bisschen kontrovers halten, damit man auch ein bisschen diskutieren kann. Ich sage euch auf jeden Fall auch immer meine eigene Meinung und versuche es, sagen wir mal, nur zu 80% wissenschaftlich korrekt zu machen und die restlichen 20% halt ein bisschen Spielraum zu lassen zur eigenen Interpretation. Ich denke, 80% korrekt ist für den Otto Normalverbraucher korrekt genug. Jawohl, ja. Nicht, dass ich irgendwas Falsches erzählen würde, ich lasse dann nur was weg. Also es ist alles nicht vollständig. Weil das wäre einfach zu viel, das braucht man nicht. Viele Dinge sind auch stark vereinfacht. Das muss einfach sein, wenn man jetzt nicht ewig lange vorher Chemie studieren möchte. Dann muss man das einfach entsprechend vereinfachen. Ihr werdet sehen. Ich gebe mir Mühe, das Ganze verständlich zu erklären. Mir macht das Ganze eben sehr viel Spaß. Das ist so das Hauptding, was ich hier eigentlich auf YouTube machen wollte. Also neben eben mal ein Zelt aufbauen oder irgend sowas. Aber da habe ich mich jetzt schon länger darauf gefreut und wollte halt erst ein bisschen Erfahrung sammeln, bis ich damit jetzt loslege. Und das ist jetzt nun der Fall. Und jetzt gibt es das erste Video. Gleich im Anschluss werde ich das produzieren, nämlich was ist überhaupt Wald. Dann wünsche ich euch bei diesem und bei allen weiteren Videos viel Spaß. Und gerade eben bei dieser Reihe wäre mir Feedback besonders wichtig. Da freue ich mich wirklich über jeden Kommentar, ob ihr damit überhaupt was anfangen konntet. Und vor allen Dingen ist wichtig, ob ihr das überhaupt verstanden habt. Wenn ich es nämlich blöd erkläre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das nicht kapiert. Oder ob das überhaupt interessant ist. Oder ob euch das am Arsch vorbeigeht, ob das zu detailliert ist, ihr das niemals wissen wolltet. Ja, haltet mich auf dem Laufenden. Dankeschön. Und jetzt geht's los.